Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie kann man heute die Wahrheit finden? In einer Zeit der Unwissenheit, der Unsicherheit, in einer Zeit des Krieges, in einer Zeit, wo es kaum noch Frieden gibt, persönlichen Frieden, individuellen Frieden, wo wir mit vielen wirtschaftlichen Sorgen zu tun haben, mit Leid, mit Trübsal, mit Krankheit. Gibt es so etwas wie die Wahrheit? Und wenn ja, wie kann man sie finden? Wie kann man sie akzeptieren? Wie kann man danach leben? Schauen Sie, zu allen Zeiten haben sich die Menschen bemüht, die Wahrheit zu finden. Und so gibt es auch deshalb so viele Religionen und Religionszweige. Aber wo findet sich die Wahrheit? Ich möchte heute in dieser Predigt und dann auch in weitergehenden Predigten ein wenig auf dieses Thema eingehen. Und auch darauf, wie Sie die Wahrheit suchen und finden können und wie Sie sich beweisen können, dass es in der Tat die Wahrheit ist. Schauen Sie, es gibt ein Buch. Und in diesem Sinne nur wirklich ein Buch, das nicht nur von sich behauptet, die Wahrheit zu enthalten, sondern auch zu lehren, dass diese Wahrheit akzeptiert werden, gefunden werden kann. Allerdings nur von einigen. Ich hatte ja in voraufgegangenen Predigten von der Tatsache gesprochen, dass Gott einen heute zur Wahrheit berufen muss. Die meisten Menschen heute wollen ja gar nichts von der Wahrheit wissen. Wenn Sie mir zuhören, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie heute berufen sind, dass Sie heute die Wahrheit begreifen können, dass Sie zu denen gehören, die die Wahrheit suchen und finden können, wenn Sie es wirklich wollen. Wenn man sich heute so zum Beispiel auf YouTube gewisse Sendungen anschaut und feststellt, dass Millionen und Abermillionen von Menschen sich diese Sendungen angeschaut haben, die absolut nichts von Wahrheit enthalten, die in vielen Fällen sogar gotteslästerliche Dinge verbreiten. Und wenn Sie sich zum Beispiel dann unsere Sendungen anschauen und die vergleichsweise sehr kleine Anzahl von Leuten, die sich überhaupt um das kümmern, was gesagt wird, dann können Sie vielleicht verstehen, wovon ich hier rede. Nicht viele heute wollen die Wahrheit wirklich suchen und finden und begreifen und dann auch danach leben. Aber wie ich sagte, es ist natürlich wichtig, dies zu verstehen. Und in der Tat behauptet die Bibel, Gottes Wort, dass es die von Gott inspirierte Wahrheit enthält. Und zwar in einem Maße, wie dies bei keinem anderen Buch der Fall ist. Nun sicherlich, wenn Bücher das Gleiche schreiben, was in der Bibel steht, dann sind sie insoweit der Wahrheit gemäß zu akzeptieren. Aber wenn es da Widersprüche gibt, dann müssen Sie eine Entscheidung treffen, wem und was Sie glauben wollen. Und so möchte ich heute einmal mit gewissen Schriftstellen anfangen und beginnen, Ihnen zu zeigen, was hier über die Wahrheit gesagt wird. Zunächst einmal eine Stelle im Johannesbericht. Johannes Kapitel 18 und in Vers 37. Johannes Kapitel 18 und Vers 37. Eine Stelle, die ich in der letzten Zeit schon einmal erwähnt habe. Eine Stelle, die sich auf Jesus Christus bezieht, der vor Pilatus steht, von ihm ja verhört wird. Und hier findet sich eine interessante Diskussion, eine kleine, winzige Diskussion, denn vielfach hat Christus ja auf die Anschuldigungen gar nicht geantwortet. Aber in Vers 37 von Johannes Kapitel 18 lesen wir, da fragte ihn Pilatus, so bist du denn auch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Aber Pilatus antwortet in Vers 38, was ist die Wahrheit? Aber schauen Sie, Christus sagt noch mehr. Er sagt nicht nur, dass er gekommen ist, um die Wahrheit zu bezeugen, sondern er sagt auch, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wer also willens ist, die Wahrheit zu suchen, zu finden, zu begreifen, der wird auch verstehen, wo die Wahrheit gepredigt wird. Pilatus war daran nicht interessiert, die meisten Menschen heute sind daran nicht interessiert. Und so sagt er nur, stellt so diese rhetorische Behauptung auf, ja, was ist die Wahrheit? Wer kann schon von sich behaupten, dass er die Wahrheit kennt, dass er die Wahrheit verkündet? Aber Christus hier, der Sohn Gottes, der sagt uns, er ist derjenige, der die Wahrheit bezeugt, der in die Welt gekommen ist als ein Mensch, um die Wahrheit zu verkünden. Schauen wir uns Johannes Kapitel 8 an. Und Vers 32. Und Christus wird ja nicht ohne Grund
das Wort Gottes genannt. Es gibt verschiedene Stellen, die Christus als das Wort Gottes identifizieren. Als er damals hier auf Erden als Mensch lebte, war er das persönliche Wort Gottes, das er sprach. Heute ist er das Wort Gottes, der die Bibel inspiriert hat, das schriftliche, niedergeschriebene Wort. In Johannes Kapitel 8 und Vers 32. Da sagt Christus hier, angefangen in Vers 31, und er spricht zu seinen Jüngern: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von Sünde, frei von Irrtum, frei von falschen Vorstellungen. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr also mein Wort, was hier in der Bibel zur heutigen Zeit offenbart ist, wenn ihr daran bleibt, wenn ihr daran festhaltet, dann werdet ihr in Wahrheit meine Jünger sein und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Also eine Bezugnahme, eine Beziehung wird hier aufgezeigt zwischen dem Wort Gottes, das man halten muss, an dem man bleiben muss, an dem man festhalten muss, und der Erkenntnis der Wahrheit. Das kommt also nicht automatisch. Da gibt es eine Wechselbeziehung. Er fährt fort, in Vers 43 zu sagen, in Johannes Kapitel 8 und Vers 43. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und warum konnten sie sein Wort nicht hören? Nun, er sagt in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Es geht also darum, dass diese Menschen, die hier anspricht, nicht unbedingt an Gottes Wort halten, festhalten wollten. Nein, die wollten ihren eigenen Gelüsten folgen. Und indem sie dies taten, konnten sie die Wahrheit nicht begreifen. Nun, er sagt hier, ihr habt den Teufel zum Vater. Das bezieht sich darauf, dass heute, wie ich schon mehrfach gesagt habe, der Teufel der Herrscher dieser Welt ist. Nun gut, sicherlich, Gott hat dies zugelassen. Der Teufel kann nichts tun, was Gott nicht ausdrücklich zulässt. Aber Gott hat dies zu einem Zweck zugelassen. Und so ist heute der Teufel, Satan, der Teufel, der Herrscher dieser Welt. Und so lesen wir, dass die Welt, die ganze Welt im Argen liegt. Und dass der Teufel der Gott dieser Welt ist sogar. Und es wird von der bösen gegenwärtigen Welt oder Zeitalter gesprochen. Und die Menschen wollen vielleicht unbewusst die Gelüste ihres Vaters tun, die Gelüste des Teufels, ohne dies möglicherweise zu wissen. Aber weil sie es tun wollen, können sie die Wahrheit nicht verstehen. Und so fährt Christus fort zu sagen, dass der Teufel ein Mörder ist von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Also diese ganzen philosophischen Ideen und Vorstellungen und auch die Religionen, die von Satan stammen, vermitteln uns nicht die Wahrheit. Und die Menschen, die heute eine ungeheure Anzahl von Nachfolgern haben, die aber von sich vorgeben, gar nicht an Gott zu glauben, die von sich vorgeben, Atheisten zu sein, die von sich vorgeben, die Wahrheit über die Entstehung des Universums zu erkennen, die sind in Wahrheit keineswegs von Gott gesandt in dem Sinne. Die können ihnen keine Wahrheit vermitteln. Und so heißt es hier, wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Sie konnten nicht glauben, weil sie den Gelüsten ihres Vaters folgen wollten. Und von daher nicht willens waren, im Wort Gottes zu bleiben und von daher mehr und mehr von der Wahrheit zu erkennen. Er fährt fort zu sagen in Vers 46. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Also Christus hatte nicht gesündigt, er sagte gerade, der Teufel ist ein Sünder, ein Lügner von Anfang an, aber Christus sprach die Wahrheit, er war ohne Sünde. Und so sagt er auch, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und dann wiederholt er eigentlich das, oder sagt hier zunächst einmal das, was er später Pilatus gegenüber wiederholen würde, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Wer von Gott ist, wen Gott zieht, wen Gott den Verstand, den Sinn öffnet, der hört Gottes Worte. Aber ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Er sprach diese Menschen damals klar an und sagte, ihr werdet gar nicht von Gott irgendwie gezogen, weil ihr ja gar nicht die Wahrheit hören wollt. Und Gott wusste dies natürlich. Denn die wollten nach wie vor die Gelüste ihres Vaters, des Teufels, tun und waren gar nicht willens,
die Wahrheit zu akzeptieren, was ja dann auch, wie wir sehen werden, eine Änderung in ihrem Leben hätte hervorbringen sollen und müssen. In Matthäus Kapitel 15 lesen wir eine weitere interessante Aussage von Jesus Christus. Matthäus Kapitel 15, fangen wir in Vers 1 zu lesen an. Da heißt es, da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Es ging jetzt nicht darum, dass die Hände schmutzig waren und jetzt in diesem Sinne gewaschen werden mussten. Es ging hier um rituelle Vorschriften, die also eindeutig, natürlich weit über die normale, das normale Waschen der Hände, damit sie sauber würden, hinausgingen. Das waren ganz eingehende rituelle Vorschriften. Und die Jünger Jesu Christi, die sahen darin keinen Sinn, und Jesus Christus sah natürlich auch darin keinen Sinn, aber diese Pharisäer, die diese Vorschriften entwickelt hatten, die waren jetzt erbost darüber, dass sich die Jünger nicht daran hielten. Und so sagt jetzt Christus in Vers 3, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Denn Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit hebt ihr Gottes Gebot auf um eurer Satzungen willen. Und schauen Sie, darauf kommt es auch ein wenig heute an. Denn vielfach tun wir heute das Gleiche. Wir haben gewisse menschliche Vorschriften und Satzungen, die wir halten, und übertreten damit Gottes Gebote. Und so sagt ihr hier in Vers 7, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch gesagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Die hatten möglicherweise gemeint, sie hätten die Wahrheit erkannt und würden die Wahrheit jetzt lehren in diesem Sinne. Aber Christus sagt, wenn ihr Gottes Gebote aufhebt und sie durch Menschengebote ersetzt, dann dient ihr mir vergeblich. Und wenn ihr mir vergeblich dient, dann haltet ihr mein Wort nicht und könnt von daher dann auch die Wahrheit nicht begreifen. Nun, das war nicht etwas, was die Menschen damals unbedingt hören wollten. Aber das ist etwas, was bereits schon im Alten Testament zum Ausdruck gekommen ist. Kehren wir zu dem Alten Testament zurück einmal und schauen wir uns das Buch der Sprüche an. In Sprüche Kapitel 30 lesen wir die Verse 5 und 6. Sprüche Kapitel 30, die Verse 5 und 6. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Und dann sagt er hier eine Warnung. Tu nicht zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Also wenn wir heute sagen, ja, man muss zunächst einmal das Wort Gottes hier in der Bibel halten, aber dann muss man auch dies und dies und dies und das tun, um Gott wohlgefällig zu leben, dann sagt hier das Buch der Sprüche, tue das nicht. Denn Gott hat ganz deutlich sein Wort durchläutert, hat also ganz klar und deutlich gemacht, dass dies die absolute Wahrheit ist. Sie können sich nachher eine weitere Parallelstelle anschauen in Psalm 12 und Vers 7. Da heißt es nämlich, dass Gott sein Wort siebenmal durchläutert hat. Siebenmal ist eine Bezeichnung, die auf die Vollkommenheit, auf die Vollendung anspielt. Was hier in der Bibel geschrieben steht, ist vollkommen. Da braucht man nichts hinzuzunehmen. Aber die Bibel warnt uns auch an anderen Stellen, dass man nichts hinwegnehmen soll. Und Christus sagt ja zu den Pharisäern, ihr habt das Wort Gottes dadurch aufgehoben, dass ihr eure eigenen Satzungen aufgebaut habt. Ihr habt also etwas hinzugetan auf der einen Seite und habt aber dann das Wort Gottes hinweggenommen. Und das ist etwas, was wir nicht tun dürfen, wenn wir die Wahrheit verstehen wollen. Es geht darum, dass man etwas tun muss. Schauen Sie, kehren wir zu Matthäus Kapitel 23 zurück. Die Pharisäer, die hatten natürlich schon gewisse Wahrheiten verkündigt. Es war nicht so, dass sie total alles aufgehoben hatten, was Gott befohlen hatte, aber es gab ein weiteres Problem mit denen. Matthäus Kapitel 23 und Vers 3.
Und hier spricht Christus von den Lehren der Pharisäer, die im Einklang standen mit dem, was Gott gesagt hatte. Und so sagt er hier, alles nun, was sie euch sagen, aber natürlich im Hinblick auf das, was im Einklang stand, da hatte ich ja bereits gesagt, dass sie gewisse Dinge aufgehoben hatten und das sollte natürlich nicht befolgt werden. Und Christus hat ja zum Beispiel auch, und seine Jünger hatten ja auch diese Waschungen nicht durchgeführt, die von den Pharisäern irgendwie aufgestellt worden waren. Aber alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, sagt er hier in Matthäus 23 und Vers 3. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, aber sie tun es nicht. Also die lehrten sogar in einem gewissen Maße Gottes Wort, aber die lebten nicht danach. Und darum ist es kein Wunder, dass Christus sie mit Heuchler ansprach. Das waren Schauspieler. Die haben zwar anderen etwas vorgetragen, haben es aber selbst nicht getan. Und auch das hat sehr viel mit der Suche nach der Wahrheit zu tun. Wenn wir selbst einen Aspekt der Wahrheit kennen und es sogar anderen dann vermitteln wollen, aber selbst nicht danach leben, was für einen Sinn hat es dann? Und wie ja Gott sagte, wenn wir nicht die Wahrheit in uns haben oder das Wort Gottes, dann können wir auch nicht weitere Wahrheit erkennen. Die Frage stellt sich also dann, wie kann man die Wahrheit verstehen? Wie kann man sie finden? Wie kann man sie verstehen? Ein sehr wichtiges Prinzip wird in Johannes Kapitel 7 dargestellt. Johannes Kapitel 7 und in Vers 17. Viele heute sind verunsichert und wissen nicht so recht, an was sie glauben sollen. Und wissen auch nicht, wie sie sich verhalten sollen. Nun, hier gibt uns Christus einen sehr interessanten Punkt, den es zu beachten gilt. In Johannes Kapitel 7 und in Vers 17. Wenn jemand dessen, Gottes, Willen tun will. Schauen Sie, er sprach ja damals die Nachfolger an, die sagten, sie glaubten an Christus. Und Christus sagte denen, ja, ihr wollt aber die Gelüste eures Vaters tun. Aber in dem ist keine Wahrheit und so könnt ihr auch keine Wahrheit in diesem Sinne dann erkennen. Aber hier sagt er, wenn jemand Gottes Willen tun will, der wird inne werden. Der wird inne werden. Ob diese Lehre von Gott ist oder ich selbst von mir rede, oder man könnte heute sagen, wenn sie das tun wollen, was Gott in der Bibel sagt, dann werden sie inne werden. Ob das, was in der Bibel steht, in Harmonie ist mit dem, was Gott wirklich für sie will, oder ob das etwas ist, was so Menschen produziert haben. Viele, die begonnen haben, Gottes Wort zu halten, haben erkannt, dass Gottes Wort automatische Segnungen mit sich bringt, wenn man sein Wort hält. Und dass man mehr und mehr von den Flüchen befreit wird, die die Sünde, die ja die Übertretung des Wortes Gottes ist, mit sich bringt. Ganz automatisch. Schauen Sie, es geht gar nicht einmal darum, dass jetzt Gott individuell eingreifen muss, wenn Sie sein Wort halten oder wenn Sie es nicht halten. Da gibt es automatische Segnungen und automatische Flüche oder Probleme, die sich ergeben, wenn man Gottes Wort hält oder nicht. In Johannes Kapitel 13, Johannes Kapitel 13 und in Vers 17, da sagt er dann natürlich etwas mehr. Er sagt, wenn ihr dies wisst, also wenn ihr etwas wisst, wenn ihr etwas von der Wahrheit verstanden habt, selig seid ihr, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr es dann auch tut. Es geht nicht nur darum, die Wahrheit zu erkennen. Es geht auch darum, das dann zu tun, was uns die Wahrheit erklärt hat. Und wenn man das tut, dann wird man mehr und mehr von der Wahrheit erkennen können. Wenn man sich weigert, das zu tun, was man erkannt hat, dann, so sagt uns Christus, wird dann auch von uns genommen werden, das, was wir bereits meinten, erhalten zu haben. Das ist das Prinzip. Es geht nicht nur um theoretisches Wissen, es geht darum, die Wahrheit zu tun. Und so lesen wir hier im Psalm 111 und Vers 10 eine sehr bedeutsame Stelle. Und ich möchte die hier einmal aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Die macht das ein wenig klarer. Psalm 111 und Vers 10. Da heißt es, die Furcht des Herrn, also der Respekt vor Gott, die Furcht in dem Sinne, Gottes Wort zu übertreten. Es ist keine tödliche Furcht in dem Sinne, dass man jetzt
tödliche Angst hat. Darum geht es nicht. Es geht darum, man hat genug Respekt, man hat genug Liebe, man hat genug Anerkenntnis, dass man verstehen will, Gottes Wort zu gehen. Und so sagt er hier, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben, die sie tun. Also wenn man etwas von der Weisheit Gottes erkannt hat und dann auch danach lebt, dann ist das der Anfang zu weiterem Verständnis. Und schauen wir uns auch 119 an, Psalm 119 und in Vers 100. Auch das möchte ich aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Psalm 119 und in Vers 100. Da sagt David, einsichtiger als Greise bin ich. Also sogar diejenigen, die jetzt so alt geworden sind in dieser Welt. Aber David sagt, ich bin sogar einsichtiger als die. Warum? Er sagt hier, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Also auch hier wird deutlich, dass Einsicht, Weisheit, Wahrheit dadurch kommt, das Erkennen der Wahrheit, dass man Gottes Vorschriften hält, so wie man sie versteht. So wie Gott einem diese Vorschriften offenbart. Und wenn man sie hält, wird einem Gott mehr noch von seinen Vorschriften offenbaren. Aber wenn man sich weigert, sie zu halten, wird Gott dann auch keine weitere Offenbarung uns geben. Und man wird dann auch allmählich das wieder ablegen, was man einmal angenommen hatte. Es ist dies eine Aufforderung, eine Warnung, mit dem, was man erkannt hat, sorgfältig umzugehen. Da wird viel in dem Buch der Sprüche über dieses Thema gesagt. Und kehren wir zum Buch der Sprüche zurück. Zunächst einmal in Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 1 bis 6. Sprüche Kapitel 2 und die Verse 1 bis 6. Da heißt es, mein Sohn, und es wird hier so dargestellt, als ob die Weisheit spricht, aber es ist letztendlich Gott, der spricht und der von seiner Weisheit spricht und die hier personifiziert. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, also es wird hier eine Priorität dargestellt, was ist uns das Wichtigste im Leben? Materieller Reichtum oder geistliches Erkennen. Dann, Vers 5, wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Und wie wir ja gelesen haben, die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Denn, Vers 6, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Also diese Weisheit kann nur von Gott kommen. Aber wenn wir uns wirklich bemühen, sie verstehen zu wollen, wenn wir zu denen gehören, die aufnahmefähig sind, dann, so sagt Gott uns hier, wird er uns diese Weisheit schenken. Aber damit kommt natürlich, wie ich sagte, auch eine Verantwortung. Dann muss man auch danach leben, was man erfahren hat. Vers 9. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit. Und die Bibel definiert Gerechtigkeit als alle Gebote Gottes, das gesamte Wort Gottes wird mit Gerechtigkeit identifiziert. Und so sagt hier Salomo, dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Schauen wir uns auch in den Sprüchen Kapitel 9 an. Sprüche 9 und in Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also Verstand besteht nicht darin, dass man jetzt von sich vorgibt, erkannt zu haben, dass das Universum keinen Schöpfer braucht, dass das Universum sich selbst erschaffen hat, dass es keinen Gott gibt, dass das Universum sich selbst Gesetze gegeben hat, nach denen es dann eben lebt. Damit hat die Weisheit Gottes, damit hat wirklicher Verstand absolut nichts zu tun. Lesen wir auch in Kapitel 14, im Buch der Sprüche, Vers 26. Sprüche 14 und Vers 26. Wer den Herrn fürchtet,
hat eine sichere Festung. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Schauen Sie, wenn Sie Eltern sind, wenn Sie Kinder haben, dann sagt uns Gott hier, wenn Sie den Herrn fürchten, wenn Sie Gott fürchten, wenn Sie die Furcht Gottes in sich leben lassen wollen, wenn Sie dem nachfolgen wollen, was Gott Ihnen vorschreibt, dann werden nicht nur Sie beschützt vor den Gefahren dieser Welt, vor dem Irrtum, sondern auch Ihre Kinder werden beschützt werden. Physisch, aber auch geistlich. Es heißt ja, dass wenn Sie ein Kind in richtiger Weise erziehen, dann wird es auch von der Erkenntnis nicht ablassen, wenn es alt geworden ist. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass Paulus sagt, dass unsere Kinder, wenn wir zu den Berufenen gehören, dass sogar auch unsere Kinder geheiligt sind, in Anführungszeichen, sind in einer anderen Kategorie. Sie können das Wort Gottes begreifen, wenn sie es wollen. Sie haben diesen Zugang zu Gott. Also hier sehen wir auch unsere Verpflichtung als Eltern unseren Kindern gegenüber. Nun, wenn die alt genug sind, ihre eigene Entscheidung zu treffen, dann liegt es an denen, was sie tun wollen. Aber zunächst einmal, wenn sie noch jung sind, haben wir als Eltern eine grandiose Verantwortung und ein grandioses Privileg, ihnen den rechten Weg zu zeigen, wenn wir selbst die Wahrheit erkannt haben. In Kapitel 15 lesen wir Vers 33, Sprüche 15 und Vers 33. Die Furcht des Herrn ist Zucht oder Erziehung. Etwas, was uns in Zucht hält, was uns davon abhält, die falschen Wege zu gehen. Eine Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Also man muss schon die Einstellung haben, dass man willens ist, die Wahrheit Gottes zu akzeptieren. Und zwar in Demut, in einem erniedrigten Sinn. Die meisten Menschen heute haben diese Demut keineswegs. Die meinen, die wüssten alles. Und ich bekomme auch hin und wieder Zuschriften, wo also Menschen mir erklären wollen, worin ich also diese Dinge falsch sehe. Und einige sagten, ja, man muss zum Beispiel dieses Buch noch lesen oder das Buch, das geht über das hinaus, was die Bibel sagt. Und andere sprechen von anderen Dingen, die die Bibel keineswegs lehrt. Da fehlt es an der notwendigen Demut, um die Wahrheit Gottes begreifen zu können. Und Gott sagt das eindeutig, wenn Sie also nicht die Zuversicht haben, dass Gott Ihnen die Wahrheit geben kann, wenn Sie meinen, Sie könnten das aus sich selbst heraus irgendwie entwickeln, oder aber Sie müssten andere belehren von etwas, was Sie so als Einziger auf der ganzen Welt erkannt haben, dann fehlt es natürlich an den Voraussetzungen, die Wahrheit erkennen zu können. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 16 und Vers 16 an. Matthäus Kapitel 16 und in Vers 16. Da sagt Petrus hier, nachdem Christus ihn gefragt hatte, ja, wer meint denn ihr, ihr Jünger, wer ich bin? Da sagt Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Christus verleugnet dies keineswegs, denn er war ja des lebendigen Gottes Sohn. Aber er sagt hier etwas in Vers 17, selig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Also es bedarf hier einer Offenbarung Gottes. Die Offenbarung kommt aber nicht unbedingt unabhängig von dem, was in der Bibel steht. Sie ist im Einklang mit dem, was in der Bibel steht. Und wenn Sie die Bibel lesen und wenn Sie die Bibel verstehen, und davon hatte ich ja bereits schon in den letzten beiden Predigten gesprochen, dann liegt das daran, dass Gott Ihren Sinn öffnet. Dass Gott Ihnen das Wort Gottes offenbart als Ihre Richtschnur, als das, was Sie erkennen sollen, als das, wonach sie leben sollen. Aber es geht dann auch darum, dass wenn Gott ihnen diese Wahrheit offenbart hat, sie eben dann auch diese Wahrheit leben. Also Gott offenbart. Schauen Sie, wenn Gott ihnen die Wahrheit nicht offenbart, wenn Gott ihnen ihren Sinn nicht öffnet, dann können sie auch die Wahrheit Gottes nicht begreifen. Also beten Sie darum, dass Gott ihnen ihren Sinn offenbart und dass sie die notwendige Demut haben, die notwendige Furcht Gottes, dann auch das anzunehmen, was Gott ihnen zeigt. Und ich meine, sie müssten jetzt mit Gott argumentieren und sagen, nein, ich sehe das aber anders. Wenn Gott ihnen zum Beispiel zeigt, dass sein Gesetz nach wie vor heute gültig ist und dass zu dem Gesetz Gottes auch die 10 Gebote gehören, und zwar alle 10. Und das 4. Gebot sagt, du sollst den Sabbat heiligen. Ich nehme dies nur als ein Beispiel jetzt. Und der Sabbat ist, wie jeder weiß,
die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend. Und wenn Sie dies erkennen aus Gottes Wort, dass der Sabbat heute nach wie vor zu halten ist, dann fangen Sie nicht an, mit ihm zu argumentieren und zu sagen, ja, aber ich sehe das anders. Die ganze christliche Welt heute, die heiligt ja den Sonntag. Ich muss das also auch tun, aus diesem und jenem Grunde. Der Grund mag Ihre Verwandtschaft sein, der Grund mag Ihre Freundschaft sein, der Grund mag Ihre Nachbarschaft sein, der Grund mag sein, dass Sie Ihren Beruf nicht aufgeben wollen, weil der von Ihnen erfordert, am Samstag zu arbeiten und. Nun, da fehlt die nötige Demut, da fehlt die nötige Furcht Gottes, das auch zu akzeptieren, was Gott einem sagt. Und denken wir daran, Gott sagt uns auch, dass er uns niemals verlassen wird. Wenn wir seinen Willen tun, wird er zusehen, dass wir, wie wir ja gelesen haben, für uns eine sichere Festung darstellt. Und sogar unsere Kinder werden beschützt werden. Es bedarf natürlich hierzu auch Vertrauen. Es bedarf hierzu der Glaube, dass Gott auch das tut und tun will und tun kann, was er uns verspricht. In Lukas Kapitel 24 wird deutlich, dass die Tatsache, dass Sie jetzt die Bibel vor sich haben und dass Sie jetzt anfangen, die Bibel zu lesen, dass das alleine keineswegs ausreicht. Schauen Sie, die Jünger im Neuen Testament, die hatten das Alte Testament. Also die hatten die Schriften des Alten Testamentes. Aber die hatten keineswegs erkannt, was das Alte Testament wirklich gesagt hat. Geschweige denn, was das Neue Testament noch sagen würde, das bestand ja zu dem Zeitpunkt, als Jesus Christus zu seinen Jüngern sprach, noch nicht, aber es wurde zusammengestellt und würde dann später Teil der Bibel sein. Und so musste Christus seinen Jüngern offenbaren, was im Alten Testament geschrieben stand, dass sie das erkennen konnten. So lesen wir in Lukas Kapitel 24 und in Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, oder wie andere Übersetzungen es haben, und offenbarte ihnen, zeigte ihnen, was in der ganzen Schrift von ihm, von Christus, gesagt war. Also im Buch Mose, in den fünf Büchern Mose, in allen Propheten war viel über Jesus Christus geschrieben worden. Aber die Jünger verstanden das nicht unbedingt, wie diese Schriftstellen sich auf Jesus bezogen. Und so lehrte er ihnen jetzt und legte ihnen jetzt aus, zeigte ihnen aus der Schrift, wie es heißt. Also die Bibel besteht sowohl aus dem Alten als auch später dann aus dem Neuen Testament. Und das Alte Testament wird in der Bibel die Schrift bezeichnet, die Heilige Schrift. Und diejenigen, die heute uns sagen, die Heilige Schrift bezieht sich lediglich auf das Neue Testament und damit das Alte Testament ablehnen, lehnen damit Teil der Heiligen Schrift ab. Denn Christus hat ja ihnen aus der Schrift, und damals gab es nur das Alte Testament, gezeigt, was alles über ihn geschrieben stand, was erfüllt werden musste. Aber es musste ihnen offenbart werden. Sie konnten das von sich aus nicht erkennen. In Lukas Kapitel 24 lesen wir auch, angefangen in Vers 30. Es geht hier um die Emmaus-Jünger natürlich. Und es geschah, Vers 30, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Vorher hatten sie scheinbar nicht einmal erkannt, dass derjenige, der mit ihnen sprach, Jesus Christus war, der Auferstandene Jesus Christus, der sich hier in menschlicher Form wieder manifestiert hatte. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Also die hatten erkannt, dass Jesus hier, den sie noch nicht einmal als Jesus erkannt hatten, ihnen die Schrift öffnete. Welche Schrift? Die Schrift des Alten Testamentes, Mose, die heiligen Propheten. Also hier wird klar, dass Gott uns unseren Verstand öffnen muss, sodass wir die Bibel erkennen können. Und dazu gehört Demut. Dazu gehört der Wille, sich zu ändern. Dazu gehört der Wille, falsche Ideen abzulegen, wenn wir aus der Bibel erkennen, dass sie nicht mit dem in Einklang stehen, was Gottes Wort uns sagt. Und so lesen wir auch im gleichen Kapitel, Lukas Kapitel 24 und in Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Also immer und immer wieder wird dies deutlich, dass man die Schrift nur dadurch verstehen kann, wenn Gott sie uns offenbart. Und wir finden ein weiteres interessantes Beispiel
in der Apostelgeschichte. Schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 8 an. Denn es geht ja auch darum, dass viele heute meinen, man könne die Bibel, die Heilige Schrift, so von sich aus verstehen. Man brauche die Kirche Gottes nicht. Man brauche von Gott inspirierte Geistliche nicht, um die Wahrheit der Bibel verstehen zu können. Das kann man sich selbst so erarbeiten. Ist das etwas, was uns die Bibel lehrt? Hier wird von einem sehr interessanten Beispiel berichtet in Apostelgeschichte 8. Es geht darum, dass Philippus, der zu dem Zeitpunkt ein Evangelist geworden war, vom Heiligen Geist Gottes dazu inspiriert wurde, zu einer bestimmten Stelle zu gehen, weil dort nämlich ein Mann war, ein Eunuch aus Äthiopien, der in Jerusalem angebetet hatte, der jetzt zurückging in sein Land und er sollte getauft werden. Das war der ganze Sinn und Zweck der Angelegenheit. Aber zunächst einmal lesen wir in Apostelgeschichte 8 und Vers 30. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Also dieser Eunuch las jetzt den Propheten Jesaja, eine Schrift des Alten Testamentes, eine Schrift der Propheten. Und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Und das ist eine gute Frage, die wir uns heute stellen müssen, wenn wir irgendwelche Stellen in der Bibel lesen. Verstehen wir, was wir da lesen? Und in den meisten Fällen, wenn wir zum Beispiel jetzt in einem Zeitpunkt uns befinden, wo Gott uns beginnt, uns zu berufen, dann wäre die Antwort die gleiche, die ja auch der Eunuch jetzt gibt, dem Philippus gegenüber. Er aber sprach, wie kann ich? Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Aber natürlich, die Anleitung muss von einer richtigen Quelle aus erfolgen. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der hatte also scheinbar erkannt, dass dieser Philippus ein Mann Gottes war, der in der Lage war, ihm zu erklären, was hier der Prophet Jesaja sagte. Und so lesen wir weiter in Vers 34. Da antwortete der Kämmerer, also dieser Eunuch, dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus, also die Botschaft, die Jesus gebracht hatte. Also dieser Eunuch, der hatte eine Stelle im Alten Testament gelesen und der wollte jetzt wissen, was diese Stelle besagt. Aber er verstand auch, dass er jemanden brauchte, ihm dies zu erklären. Und der Philippus erklärte ihm, was hier geschrieben stand. Und dieser Kämmerer, der verstand auch, dass das, was der Philippus ihm sagte, der Wahrheit entsprach. Und dann ist natürlich die Folge, dass er sich taufen lässt. Und er geht dann froh in sein Land zurück. Und offensichtlich hat er dann auch den Glauben weiter dort verfolgt und betrieben. Und man kann davon ausgehen, dass andere dies dann mit der Zeit bemerkten und dass möglicherweise dadurch der Glaube auch in Äthiopien verbreitet wurde. Zunächst einmal im Könighaus und vielleicht dann auch noch in anderen Gegenden. In Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10. Angefangen in Vers 14. Da heißt es auch wieder schlicht und ergreifend, da schreibt der Apostel Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Also die ganzen Atheisten heute, die ganzen Evolutionstheoretiker, die so an die Evolutionslehre glauben, die also Gott ablehnen, die können ja auch Gott nicht anrufen. Die können und wollen und werden auch nicht zu Gott beten und als Konsequenz werden sie auch keine Antwort auf ihre nicht vorhandenen Gebete erhalten. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger, ohne Geistliche, ohne die von Gott berufenen Prediger? Denn er fährt fort zu sagen, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Schauen Sie, viele heute predigen, sind aber nicht als Prediger gesandt, sind nicht von Gott ordiniert worden. Ihnen ist die Hände oder sind die Hände nicht aufgelegt worden von der Predigerschaft, damit sie den Heiligen Geist erhalten. Und wenn sie ordiniert worden sind zu einem Predigeramt, haben sie eine extra Portion, ein extra Maß des Heiligen Geistes erhalten, um dann auch Gottes Wort besser verstehen und verkündigen zu können. Es geht nicht darum, dass jemand so von sich selbst behauptet und sagt, ja, ich bin zum Prediger geboren und ich werde jetzt einmal das Wort Gottes verkündigen. Nein, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und zwar von Gott. Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten,
die das Gute verkündigen. Oder man kann auch übersetzen, wie lieb sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens predigen. Es geht um das Evangelium des Friedens, das keinen Krieg mehr kennt. Es geht darum, dass die gute Botschaft auch damit zusammenhängt, dass Jesus Christus, der Friedefürst, zurückkehren wird, um ein Ende dem Krieg zu machen. Wir lesen ja, wenn er herrschen wird hier auf Erden, dann wird es keinen Krieg mehr geben. Dann werden die Menschen nicht mehr Krieg führen wollen. Aber er wird auch kommen, um uns inneren Frieden zu geben. Frieden, den man haben kann, selbst in Zeiten der Trübsal. Christus sagt ja seinen Jüngern, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt, nein, aber meinen Frieden. Denn ich habe die Welt überwunden. Und darum geht es. Und so sollen wir heute das Evangelium des Friedens verkündigen. Aber wir müssen dazu gesandt sein. Ich spreche jetzt von den Geistlichen Gottes. Und dann sagt er natürlich auch in Vers 16 etwas sehr Bedeutsames, aber nicht alles in dem Evangelium gehorsam. Also es geht nicht nur darum zu verstehen, was das Wort Gottes ist. Es geht nicht nur darum, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verstehen. Man muss dann auch dem gehorsam sein, was man hört. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, sagt Paulus. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Schauen Sie, hier geht es wiederum um den Zusammenhang. Man glaubt vielleicht etwas, aber dadurch, dass man nicht gehorsam ist, dadurch, dass man nicht wirklich glaubt, das tun zu müssen, was hier gesagt wird, wird man dann natürlich auch sogar das Verständnis dessen, was man einmal gehabt hat, wieder verlieren. So kommt, Vers 17, der Glaube aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Sie können nicht an Gott glauben, es sei denn, es wird ihnen in einer Predigt durch einen Gesandten Gottes, einen geistlichen Gottes gezeigt, wer und was zunächst einmal Gott überhaupt ist, was Gott von uns verlangt, warum Gott uns erschaffen hat, was unser Potenzial ist. Der Glaube an Gott, der mit dem Gehorsam Hand in Hand geht, kommt aus der Predigt. Aber es geht nicht nur um irgendeine Predigt, sondern das Predigen aber kommt durch das Wort Christi. Die Predigt muss im Einklang stehen zu dem, was das Wort Gottes beinhaltet. Wenn jemand kommt und Ihnen etwas anderes predigt als das, was im Wort Gottes geschrieben steht, dann glauben Sie natürlich einer solchen Predigt nicht. Sie wissen nämlich dann, dass diese Predigt nicht eine inspirierte Predigt ist. In Hebräer Kapitel 4 wird auch etwas gesagt, was alle wahren Geistlichen Gottes beherzigen müssen und auch alle, die beherzigen sollten, die keine wahren Geistlichen Gottes sind, aber gerne sein möchten. In Hebräer Kapitel 5 und Vers 4. Es geht hier um die hohe priesterliche Würde, aber das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die modernen Leviten, die geistlichen Leviten, also die Geistlichen Gottes heute. Niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Und Gott beruft nicht nur den Hohepriester damals, sondern er beruft heute auch seine Geistlichen, um sein Wort zu verkünden. Und bevor man ein Geistlicher Gottes wird, da geht man durch eine lange Ausbildung. Aber ich spreche jetzt nicht unbedingt von diesen weltlichen Theologieseminaren, darum geht es mir nicht. Es geht um eine lange Ausbildung, die Gott mit einem vornimmt, sodass man dann wirklich auch dazu kommt, dass man als würdig erachtet wird, dieses sehr verantwortungsvolle Amt übernehmen zu können. Denn es ist ein sehr verantwortungsvolles Amt. Schauen Sie, was uns Jakobus sagt. In Jakobus Kapitel 3 und Vers 1. Liebe Brüder, er spricht sogar also jetzt Kirchenmitglieder an. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Also die Tatsache, dass Sie jetzt ein Mitglied der Kirche sein sollten, bedeutet noch lange nicht, dass Sie ein Prediger werden sollten. Nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Also Gott sieht sehr deutlich auf das, was wir Geistliche tun. Und er wird uns ein strengeres Urteil geben. Er erwartet mehr von uns. Also diese Verantwortung ist eine sehr gewichtige. Und wir müssen eben, um die Wahrheit erkennen zu können, um die Wahrheit lehren zu können,
um die Wahrheit annehmen zu können, die richtige Haltung haben zur Wahrheit. Die richtige Haltung zu Gott. Die richtige Haltung zum Wort Gottes. In Jesaja Kapitel 57. Jesaja Kapitel 57 lesen wir Vers 15. Jesaja Kapitel 57 und in Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also bei wem wohnt Gott? Bei wem ist Gott willens zu wohnen? Derjenige, der einen gedemütigten Geist hat, einen zerschlagenen Geist hat, der sich von Gott in diesem Sinne zerschlagen lässt, dass er seine eigenen Wertvorstellungen, seine eigenen Ideen aufgibt, willens ist aufzugeben und das Wort Gottes anzunehmen. Die einzige Art und Weise, wie man die Wahrheit begreifen und leben und akzeptieren und in seinem Leben wirken lassen kann. Und so sagt er uns auch in Psalm 51. Kehren wir zu Psalm 51 zurück. Und in Vers 19. Psalm 51 und Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, schauen Sie, das ist Altes Testament. Also wie ich sagte, das Alte Testament ist Teil der Schrift. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist. Ein geängstigter Geist in dem Sinne, dass er sich ängstigt, Gottes Wort zu übertreten. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und kehren wir zu Jesaja noch einmal zurück. Jesaja Kapitel 66. Jesaja Kapitel 66 und lesen wir Vers 2. Jesaja Kapitel 66 und in Vers 2. Meine Hand hat das alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Also ihr Agnostiker, ihr Atheisten, ihr Evolutionstheoretiker, lest einmal das, was hier geschrieben steht. Und gebt eure Ideen, eure falschen Ideen ab. Und hoffentlich kommen diejenigen, die euch folgen, auch zu der Erkenntnis, dass sie einem Irrsinn, einem Wahnsinn gefolgt sind. Gott sagt, ich habe das alles gemacht, was existiert, das gesamte Universum. Ich aber sehe auf den Elenden, nicht auf den hochmütigen Wissenschaftler, der von sich vorgibt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich aber sehe auf den Elenden, der mir glaubt, und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Wenn sie zu einer solchen Kategorie von Menschen gehören, dann kann ihnen Gott und wird ihnen Gott auch die Wahrheit offenbaren. Es gehört die richtige Grundeinstellung hierzu. Apostelgeschichte Kapitel 17. Apostelgeschichte Kapitel 17 und in Vers 11. Dieser aber, Jünger hier in Beröa, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Aber es ging nicht nur um blindes Akzeptieren des Wortes Gottes, die taten auch etwas. Und sie forschten täglich in der Schrift. Und auch damals war hauptsächlich nur das Alte Testament vorhanden als Schrift. Vielleicht bestanden schon einige Bücher, einige Briefe. Aber was immer sie hatten, sie forschten täglich darin, ob es sich auch so verhalte. Also sie nahmen nicht nur blind das Wort entgegen, was Paulus denen jetzt verkündigte, sondern die forschten auch nach in der Schrift, ob es sich so verhalte. Und sie sahen dann, dass es sich so verhielt. Und so lesen wir die Konsequenz. Vers 12. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Also auch die vornehmen Frauen und Männer fühlten sich jetzt nicht erhaben über die Wahrheit Gottes. Aber die hörten das Wort des Paulus, die schauten nach in der Schrift, ob das wirklich auch so war. Und als sie es erkannten, denn Gott hatte zweifelsohne jetzt ihren Verstand geöffnet, dann glaubten sie es, dann akzeptierten sie es und dann lebten sie auch danach. Das ist die Haltung, um die es geht. Aber schauen Sie, meine Damen und Herren,
Die Warnung ist nach wie vor gegeben. Die war damals gegeben und die ist heute gegeben. Und so lesen wir in 2. Korinther Kapitel 11. Denn es kommt sehr darauf an, wo Sie die Wahrheit suchen. Sie müssen verstehen, dass Sie diejenigen, die Ihnen falsche Lehren verkündigen, dass Sie diejenigen nicht als Ihren Leiter, als Ihren Führer akzeptieren sollen in geistlichen Dingen. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, sagt Paulus hier, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Wie ich sagte, Gerechtigkeit wird definiert als das Halten der Gebote Gottes. Die verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit und sagen einem dann, ja, aber na, die Gebote sind abgeschafft, die brauchen sie nicht mehr zu halten. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Denn die halten die Gebote ja auch selber nicht. Also sie müssen schon aufpassen. Sie müssen schon aufpassen, wem sie glauben wollen. Im Alten Testament, in der Schrift, in Jesaja Kapitel 8, wird uns folgende Warnung gegeben. Wollen Sie wirklich die Wahrheit erkennen? Wollen Sie wirklich die Wahrheit finden? Nun, hier ist eine Schriftstelle, die Ihnen zeigt, wie Sie die Wahrheit finden können und wie Sie die Wahrheit eben nicht finden werden. Jesaja Kapitel 8 und Vers 20. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Also hin zum Wort Gottes. Das Wort Weisung wird auch vielfach in anderen Schriftstellen mit Gesetz übersetzt. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Also wenn Sie sich von dem abwenden wollen, was Gott uns in seinem Wort sagt, dann werden Sie auch das Licht der Wahrheit, das Morgenrot, nicht erkennen können. Kehren wir zu dem zurück, was Christus seinen Jüngern sagte, in Johannes Kapitel 17 und in Vers 17. Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Christus sagt dies indirekt zu seinen Jüngern, er spricht hier zu Gott dem Vater, aber es ist ja niedergeschrieben, um uns als eine Anleitung zu dienen. Heilige sie, die Jünger Gottes, in der Wahrheit. Heilige sie, das heißt zu einem heiligen Zweck aussondern, sie fernhalten von der Welt, der Idee der falschen Lehren. Heilige sie in der Wahrheit. Und was ist jetzt die Wahrheit? Was ist die Wahrheit, die sie suchen, die sie finden sollen, nach der sie leben sollen? Dein Wort ist die Wahrheit, schlicht und ergreifend. Wenn Sie irgendetwas aus dieser Predigt mit nach Hause nehmen wollen, dann nehmen Sie diese Stelle mit. Dein Wort, das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Nichts sonst. Wenn irgendetwas dem Wort Gottes widerspricht, ist es nicht mehr die Wahrheit. Die Wahrheit zu suchen und zu finden bedeutet, Gott zu bitten, zunächst einmal ihnen ihren Sinn zu öffnen, sodass sie das Wort Gottes, die Bibel, das Alte, sowohl als auch das Neue Testament, verstehen können. Und Gott wird sie heiligen in dem Sinne. Er wird sie herausrufen aus dieser Welt, aus den falschen Ideen und Vorstellungen und wird ihnen einen Geist geben, der es ihnen ermöglicht, Gottes Wort zu verstehen. Heilige sie in der Wahrheit, sagt Christus. Dein Wort ist die Wahrheit. 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3, angefangen Vers 14. 2. Timotheus, Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Hier sagt Paulus etwas sehr Bedeutsames zu Timotheus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Also auch der, Timotheus, hat das alles nicht von selbst aus sich erarbeitet, er hat etwas gelernt. Und Paulus sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Warum? Vers 15. Und dass du von Kind auf, die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Wieso konnte er dies sagen? Wieso kannte der Timotheus dies von Kind auf? Nun, weil ihm jemand dies gelehrt hatte. Scheinbar war es seine Großmutter, von der in anderen Stellen hier die Rede ist. Vers 16. Denn alle Schrift, also sowohl das Alte wie als auch das Neue Testament, alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung,
zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also es geht nicht nur um theoretisches Wissen, es geht auch darum, das Wissen dann in die Praxis umzusetzen. Also die Schrift kann uns alles dies zeigen. Sie kann uns zu allem dem machen, zu einem vollkommenen Menschen, wenn wir willens sind, die Wahrheit zu suchen, zu finden und dann auch danach zu leben. In 1. Timotheus, Kapitel 4, 1. Timotheus, Kapitel 4, lesen wir die Verse 1 und 2. Hier wiederum die Wahrheit und hier wiederum die Warnung. Der Geist Gottes aber sagt deutlich, zeigt uns deutlich, dass in den letzten Zeiten, und ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir uns in den letzten Zeiten befinden, aber dies ist ohnehin eine zeitlose Warnung, die an alle Christen geht, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Warum? Die werden sich verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Warum? Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Die gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat. Nun, es geht hier nicht um unreine Tiere, es geht um Speisen, die Gott geschaffen hat. Gott hat niemals unreine Tiere als Speise erschaffen, aber was Gott als Speise erschaffen hat, die reinen Tiere, die soll man essen. Aber hier gibt es einige, die gebieten, das nicht zu tun. Die gebieten, nicht zu heiraten. Man könnte hier an das Zölibat denken. Er sagt, sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und von denen, die die Wahrheit erkennen. Schauen Sie, es geht darum, dass sie die Wahrheit erkennen müssen. Wenn sie die Wahrheit nicht erkennen, werden sie diese Schriftstelle benutzen, um die Wahrheit zu verdrehen. Und sie werden sagen, ja, das bedeutet, dass Gott uns gesagt hat, wir können heute alles essen, was wir wollen. Schnecken und Schlangen und Skorpione und was weiß ich nicht alles. Nein, aber die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wissen, die Schrift verstehen, die werden natürlich auch erkennen, dass es lediglich hier um die Speisen geht, die Gott als Speisen erschaffen hat, also die reinen Tiere. Aber wie gesagt, auch hier wiederum ist es wichtig, dass wir uns nicht von den Lügenrednern verführen lassen. 2. Timotheus, Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4. Die Verse 2 bis 4. Da heißt es, predige das Wort, sagt Paulus hier dem Timotheus, einem Evangelisten. Stehe dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht. Drohe. Ermahne. Mit aller Geduld und Liebe. Und meine Damen und Herren, ich stehe zu Gottes Wort. Und ich stehe zu Gottes Wort zur Zeit und zur Unzeit. Und manchmal drohe ich, manchmal ermahne ich, manchmal weise ich zurecht. Aber ich tue es, weil mir Ihr Schicksal am Herzen liegt. Weil mir diejenigen, die mir zuhören und die Wahrheit erkennen wollen, letztendlich auch die Wahrheit erkennen sollen. Und es geht mir hier nicht darum, irgendetwas zu beschönigen, sondern es geht mir darum, das Wort Gottes zu predigen. Und zwar in vollkommener Weise, soweit wie es in mir möglich ist, soweit mir Gott die Gnade gewährt, dies zu tun. Und so sagt Paulus dies hier zu Timotheus. Und dann sagt er, denn es wird eine Zeit kommen, Vers 3, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen können, nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten. Jetzt spricht er das an, was Christus damals schon gesagt hatte, als er denjenigen sagte, die ihm folgen wollten, ja, ihr wollt aber die Gelüste eures Vaters, des Teufels, tun. Sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Die wollen also etwas hören, was eben nicht Verantwortung mit sich bringt, die Verantwortung, Gottes Wort zu halten. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sagt Paulus hier dem Timotheus, du aber sei nüchtern, in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums, oder wie es auch übersetzt werden kann, tue das Werk eines Evangelisten, richte dein Amt redlich aus. Also die Warnung ist nach wie vor vorhanden, Menschen werden sich von der Wahrheit abwenden. Aber diejenigen, die wahre Prediger Gottes sind, wahre geistliche Gottes, inklusive Pastöre, Evangelisten, die sollen sich davon nicht abhalten lassen, die sollen
nicht jetzt auch irgendwie Kompromisse schließen. Die sollen nach wie vor die Wahrheit verkünden, ob es jetzt populär ist, ob es jetzt zur Unzeit geschieht oder nicht. Matthäus Kapitel 24. Auch hier sagt uns Christus, dass es eine Zeit kommen wird, und ich glaube, dass diese Zeit bereits schon existiert, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir uns nicht verführen lassen von falschen Predigern, falschen Lehrern und falschen Lehren. Matthäus Kapitel 24, die Verse 4 und 5. Die wollten nämlich wissen, die Jünger, wann der Zeitpunkt gekommen sei, wenn er zurückkommen würde. Und so sagt er hier in Vers 4, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wie? Indem sie denen sagen werden, ja, aber man kann ohne weiteres so leben, wie wir euch das jetzt sagen, weil man braucht das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Und wie Christus ja sagte, vergeblich dienen sie mir, wenn sie das Gesetz Gottes aufheben und durch ihre eigenen menschlichen Traditionen ersetzen. Aber Christus sprach nicht nur die damaligen Jünger an, als er ihnen das sagte, denn wir lesen nämlich auch in Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und der Zusammenhang hier ist ganz klar, der Zeitpunkt der großen Trübsal. Denn er hat nämlich in Vers 22 gesagt, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden oder gerettet werden, aber um der Auserwählten willen wird dieser Zeitraum, werden diese Tage verkürzt werden. Also nicht nur damals ging es darum, dass er die Jünger warnte, sie sollten sich vor falschen Predigern in Acht nehmen. Auch heute besteht die gleiche Warnung. Und manche werden mit einer solchen Gewalt daherkommen, möglicherweise sogar Zeichen und Wunder tun, in Anführungszeichen, und dadurch viele verführen, weil sie eben die Wahrheit nicht predigen. Und die meisten Menschen werden sich von diesen Zeichen verführen lassen, weil sie die Wahrheit eben nicht kennen. Schauen Sie, Gott kann nicht lügen. Wir lesen dies in vielen Stellen der Bibel, dass Gott nicht lügen kann. Gottes Wort ist die Wahrheit. Alles das, was hier in der Bibel geschrieben steht, zusammengenommen, ergibt die Wahrheit. Die Schriftstellen können sich auch nicht widersprechen. Aber Gott muss ihnen dies offenbaren und zeigen. Und wenn sie da einen scheinbaren Widerspruch finden in der Bibel, dann liegt das hauptsächlich daran, dass sie entweder nicht erkennen, was gesagt wird, oder aber, dass möglicherweise eine Übersetzung zweifelhaft ist. Und dann muss man ein wenig in die Übersetzungen hineinblicken, um zu sehen, was die richtige Übersetzung sein muss, da ja sich nichts widersprechen kann und darf. Und alles ist wie so ein Mosaik, wo die einzelnen Steine zusammengehören. Und die passen auch zusammen, aber nur in einer Weise. Und Gott ist derjenige, der ihnen zeigen muss, wie die Bibel zu verstehen ist. Ich möchte hier noch eine Stelle in 2. Timotheus lesen, zum Abschluss dieser heutigen Predigt. 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2 und in Vers 15. Bemühe dich darum, sagt Paulus hier zu Timotheus, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und ich hoffe, dass auch ich das Wort der Wahrheit recht austeile. Und wir werden in zukünftigen Predigten sehen, meine Damen und Herren, dass sie sich beweisen können, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das Wort der Wahrheit. Und dass sie mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit, mit dieser Erkenntnis dann auch ein Gott wohlgefälliges Leben führen können und sollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik